Shit. Hallöchen, ihr Lieben. Seriously? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Yo, ich bin draufgekommen, wie man Feuer macht. Ich bin ein Idiot. Ich fürchte, ich habe jetzt einen richtigen Scheiß gemacht, weil ich konnte unser Vogelnest anzünden. Also ich glaube, das geht schon nicht so schlecht. Moment, ich probiere es jetzt mit einem normalen Holz, ob das geht. Also ich konnte das jetzt benutzen. Werde versuchen. Kleiner Blätterhaufen. Ob ich was anderes noch verheizen kann. Zerstören. Zerstören. Erweitern. Sammeln. Zerstören. Scheiße. Echt jetzt? Unser Vogelnest wäre der Zünder gewesen. Ich habe jetzt zu lange gebraucht, um das Feuer zu entfachen. Ich hoffe, ich kriege jetzt nochmal die Chance, ein Vogelnest zu finden. Ansonsten habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht. Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwie speichern und laden können. Laden schon, aber ich glaube, dann sind wir einen ganzen Tag zurück. Weil scheinbar muss man den Tag abschließen, damit es automatisch speichert. Ich habe auch vergessen, wo wir das Vogelnest her hatten. Ich glaube, hier irgendwo. Ich glaube, das Glück habe ich jetzt nicht, dass da noch eins liegt, ne? Nein. Scheiße. Auf jeden Fall bin ich draufgekommen, wie es geht. Ja, ist ja logisch, ne? Aber jetzt habe ich natürlich wieder Pech. Was ist da unten los, ey? Da gibt es gerade einen Mega-Krawall. Dreck, verdammter. Ah, vielleicht. Ich habe gerade eine Idee. Kann man hier diese Blätter nehmen? Trockenes Zeug. Nehmen? Nehmen. Bambusblatt. Die trockenen, wisst ihr, ne? Vielleicht kann ich diese Palmenblätter, die trockenen vor allem. Vielleicht kann ich die verwenden. Die schmeiße ich jetzt auch mal hier hin. Palmenblatt. Vielleicht habe ich jetzt Glück. Moment, warte jetzt ganz kurz. Also, Werkzeug benutzen. Also, benutzen. Und jetzt da hoffe ich mal. Ist da kein trockenes Blatt? Kleiner Blätterhaufen. Ach komm, echt jetzt? Da habe ich jetzt echt gehofft gehabt, dass hier irgendwo die trockenen Blätter liegen. Ah, schade. Das ist jetzt natürlich doof. Da habe ich nicht gedacht, dass das klappen könnte. Mit den trockenen Blättern. Hoppala. Aber da habe ich mich verkalkuliert, wie es ausschaut. Sind alles frische Palmblätter, ne, eigentlich. Wow. Scheißlich. Mausi. Halt. Zweige brauche ich der Wahl nicht. Ach, das ist jetzt echt übel. Ich dachte nämlich wirklich, dass die trockenen klappen. Trockenes Blatt. Habe ich jetzt zwei Stück bekommen. Brauche ich einfach mehr. Palmblatt, ja, das sind die frischen. Ich bin verwirrt. Da ist auch noch eins. Hm. Ich dachte nämlich, dass man mit dem trockenen Blatt das Feuer anmachen kann. So. Ja nicht. Muss ja gehen. Also. Benutzen. Da ist es. Trockenes Blatt. Erweitern. Benutzen. Und da reibt er schon. Zack, zack, zack. Geht ja. Ich hab's noch nicht gesehen. Yes! Ja! Leg den Zunder in die Feuerstelle. Anzünden. Bitte.
Jawohl, wir haben Feuer gemacht. The fire is burning. Hör, hör, hör. Coming, give me a minute. Jo, geht schon. Hör, 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 hör. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ich muss jetzt mit Walkie... Achso, das geht so auch ohne Walkie-Talkie. Mit dir spricht man generell. Du hast recht. Du wirst mir fehlen. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. I love you. If I'd have known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, okay? Aww. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Tag 3. Ich hoffe, das speichert einmal automatisch. Das wäre cool. Boah, dreckig. Eine Waschmaschine wäre mal cool. Durchsuche das Zelt. Schatzi ist schon aufgestanden, wie es ausschaut. Super, wir haben einen Schlafsack und sie nicht. Also sie hat wahrscheinlich unterhalb schon eingepackt. Das könnte auch sein. So, und es regnet. Ich hoffe, die Mauses haben einen guten Unterschlupf. Notiz lesen. Ich bin im Dorf. Boah, melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. Bis, ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen. Deine Mia. Also, Schatzi. Hallo, Mia. Hallo, Mia. Hey, Sleepyhead. Finally up? Ja, schaut so aus. Du bist schon aufgebrochen? Wo bist du? Du bist schon aufgebrochen. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Heb das Geschenk auf. Was schaut denn hier aus wie ein Geschenk? Halt. Ich wollte, glaube ich, hüpfen. Ach, hier. Eine Uhr. Okay. Oh, exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Halte F gedrückt, um deinen Smartwatch zu schauen und deine Grundbedürfnisse zu überprüfen. Okay, also 5. Finde etwas Nahrhaftes und iss es. Okay. Wie wär's mit einem Schnitzel? Was haben wir denn da? Haben wir hier schon... Das ist neu, oder? Lesen. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, Gott sei Dank, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yabahuaka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay. Toll. Und das hatten wir das schon? Nein.
Geht schon? Jaguar. Die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Gott sei Dank, super. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Das ist nicht gut. Hatten wir das hier schon? Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Verschollene Stamm? Ja. Die hatten wir schon, das hatten wir schon, die drei hatten wir schon, die beiden sind neu. Der Zettel da in der Mitte bewegt nichts. Schlangen? Giftschlangen? Oh Gott, hör auf! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier bald mal verrecken werden. Bist du auch eine Maske? Nur eine Maske, sonst nichts? Okay, na gut. Dann würde ich sagen, finde etwas Nahrhaftes und iss es. Ich hoffe, dass ich jetzt eine Maus essen muss. Hey, unser Lagerfeuer ist weg. Oh! Mausi! Ein Fisch wäre cool. Wir könnten auch hier unbekannte Nuss. Probieren wir sie mal zu essen. 15% Fett. Aha. Okay. Wie cool. Wenn es regnet, steigt der Flussspiegel. Schau mal. Der war vorher nur ganz ein kleines bisschen und jetzt ist er schon richtig ordentlich. Ich nehme einfach mal. Aha, wir sind immer noch voll. Das hat er genommen. Aber unser Lager nicht. Fisch wäre cool. Wenn wir uns einen Fisch fangen könnten. Das Wasser ist sauber, wir werden es wieder trinken, glaube ich. So. Finde etwas Nahrhaftes zu essen. Ah, was haben wir hier? Eine Kokospalmengrün. Okay. Ich glaube, ich bringe das mal zurück ins Lager. Ist gleich besser. Platsch, 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 platsch. Da. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir mit dem machen können. Ja, Mausi, ist es schon fein. Ich will sie mal da reinschmeißen. Hey, cool, das geht echt, glaube ich. Erweitern, zerstören. Na, zerstören will ich es nicht, ehrlich gesagt. Was Nahrhaftes. Da wäre eine Dose. Das geht halt nicht, ne? Ich glaube nicht, dass hier gerade irgendwo Hühnchen vorbeiläuft, aber wir haben ja ein Nest eigentlich mal gefunden. Vielleicht werde ich jetzt ein Ei trennen. Ei wäre sicher nicht schlecht. Wenn wir eins finden. Ich habe keine Ahnung. Wusch, wusch. La, lila. Was haben wir da? Nochmal so ein Ding. Ich glaube, ich behalte sie einfach mal. Ich stecke sie jetzt einfach mal in den Rucksack und gut ist. Glaube ich. Finde etwas Nahrhaftes und iss es. Ja. Gut. Ah! Jawohl! Da haben wir sie. Nehmen. Das Vogelnest lasse ich mal. Vielleicht legen sie wieder Eier. Soll ich jetzt das Ei einfach so essen? Oder muss ich es vorher braten?
Wobei, wären wir mit einem Eis satt? Ich würde nicht sagen, oder? Gebraten wird das Eis sicher auch besser. Ein Fisch wäre sicher auch fein. Aber die scheint es hier nicht zu geben. La la la. Gehen wir mal zurück. Und schau mal, was wir mit dem Ei machen können. Ich denke mal, wir können das ganz normal verknuspern. Ich hätte gedacht, zuerst braten, aber naja. Alter! Jetzt hab ich gedacht, mir greift der Viech an. Na gut, dann würde ich sagen, Rucksackerl, essen, ich würde sagen, das Ei. War das richtig? Ich hätte vielleicht doch ein Lagerfeuer machen sollen. Warte mal. Herstellen. Und zwar, nein. Warte, das stimmt auch nicht. Warte, wie ging das nochmal schnell? So. Also, ein Feuerchen. Möchte ich gerne machen. Aber das wird auch nichts bringen, weil es ja regnet, ne? So, das sind alle Zweige. Dann können wir den sammeln. So. Dann kriegen wir wenigstens mal ein Feuerchen. Und ich vermute, wenn ich jetzt die Machete nehme... Yeah! Kokosnusswasser. Nehmen, trinken, verschütten, sammeln. Trinken. Herstellen. Ich habe keine Ahnung, was man mit einer Kokosnuss machen kann. Würde ich sagen. Zack. Sammeln. Kokosnussschalen, Fruchtfleisch. Aha. Das ist halt schon cool. Sammeln. Dann kann man sie zuerst trinken. Aha, und das kann man jetzt essen. Wahrscheinlich muss man alles einmal essen, glaube ich. Damit das passt. Ah, na, Maus, ich will echt keine. Ich hoffe nicht, dass wir Maus da jetzt killen müssen, ey. Finde etwas Nahrhaftes. Ein Fisch wäre halt cool, ne? Kammer? Tagebuch. Werkzeuge, wo sind die denn? Kochen? Werfen, fischen, das hier, ne? Tiere ausnehmen. Speerfisch. Aha, ich glaube, ich weiß schon, wie man den zum Herzustellen hat. Herstellen. Aha, da fehlt mir natürlich das Holz. Zack. So, da werden wir das einmal sammeln. Stock nehmen wir mit. Da haben wir sogar einen langen. Einen langen Stock. So, zurück zu unserem Platzl. Mal in Sicherheit bringen. Oh, warte. Erweitern. Herstellen. Ich probiere mal, ob man aus dem und vielleicht aus dem. Okay, das nicht vielleicht, aber der. Ja. Okay, der eine ist zu viel.
Vielleicht mit einem Seil. Ja, vierzackiger Speer. Vier? Ja, vierzacken, natürlich. Ja, super. Jetzt haben wir schon zwei Macheten. Hoppala. Ja, und neuer Tagebucheintrag, vierzackiger Speer. Und wenn wir den jetzt nehmen, ausrüsten. Okay. Kann man jetzt vielleicht damit Fische fangen? Ich sollte mal auf meine Uhr klupschen, ne? Schaut so nicht schlecht aus. Ein Fischerl wäre halt super, ne? Alter. Also ich meine halt Fleisch wäre super, ne? Kann man da hoch? Echt wahr? Mhm. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob hier auch Echsen herumlaufen können. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was sie vorhaben. Boah, sollen wir jetzt ein Echsenfleisch... Ja, welche Tiere gibt es denn sonst hier im Tropen, im Dschungel, ne? Wird man sich anders übrig bleiben, als Fleisch zu fangen, als zu jagen, ne? Da vorne oben, weiß ich noch, gab es doch einen Lurch. Einen... Da! Da war er gerade. Ich fürchte, dass wir den erbeuten müssen. Wir sind jetzt ein Jäger. Und ich finde unsere Beute nicht, da sie so grün ist. Und supermäßig getarnt. Wo ist er denn hingelaufen? Wir pirschen uns. Da vorne lernt er. Vielleicht erwischt man. Der ist jetzt weg, oder? Weil eine Maus, ich will echt keine Maus essen müssen. Für mich wäre das echt schlimm. Na komm, geht's nicht? Haben wir erwischt? Ich glaube, irgendwas haben wir erwischt, oder? Husch und weg ist er, ne? Haben wir was bewirkt? Halten und zielen. Ach so. Das geht auch. Okay. Und jetzt? Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Ich dachte, den kann ich jetzt als Wurfspeer benutzen. Das war wohl nicht richtig. Oh, was haben wir denn hier? Eine Banane! Und die werden wir essen. Kohlenhydrate. Okay. Ich würde sagen, die nehmen wir mit, oder? Bananen. Ja, cool. Nicht so laut. Aber ich glaube, trotzdem werden wir Fleisch brauchen, oder? Vielleicht gehen die auch gar nicht zum Essen. Boah, das wäre echt übel, wenn ich eine Maus essen müsste. Boah, ich will echt keine Maus essen müssen.
Ach Gottchen, wird das schlimm. Wo ist denn das Viech jetzt? Der Part hat auch schon Überlänge. Hallo? Stirb! Ich sollte den Part beenden, ne? Ach, ich glaube, da bleibt mir auch nichts anderes übrig. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!